Und Patrick Herrmann wird ausführen. Patrick Herrmann, wieder die Latte! Hey FIFA-Freunde, was geht ab? Hier ist wieder euer Peter und willkommen zur ersten Folge hier in FIFA 18. Es geht los. Das Rennen um die europäischen Plätze mit mir und Borussia Mönchengladbach beginnt also. Also, ihr habt auch unter dem letzten Video, wo ich dann gesagt habe, dass ich halt eben mit Gladbach jetzt spielen werde, habt ihr mir auch wieder ein paar Namen genannt. Und wir fangen heute an, mal Max Meyer, ja, zu verpflichten. Also wir versuchen es zumindest. Ein junges deutsches Talent. Zentral offensiver Mann, 21 Jahre jung, meine Damen und Herren. Auf der... Der Vertrag läuft in 12 Monaten aus. Also den werden wir jetzt auch mal beobachten. Also mal. Ich finde das ganz cool gemacht, da all die Jahre ist es ja immer so, dass man halt sagt, ja, wann haben wir das mal geändert? So, das bin ich natürlich, Peter Sala. Sprechen wir zunächst mal über die Art des gewünschten Deals. So, was will der Berater denn? Also, das ist so richtig wie in Real Life. $5,8 Millionen. Wir werden erstmal gucken und dann werden wir mal abwarten, ob wir noch eine Weiterverkaufsgebühr machen. Also 5,8 Millionen für Meier. Was sagt der Berater dazu? Achso, ein Vertreter von Schalke. Lachhaftes Angebot schon nicht verrückt auf der Basis anfangs, irgendwo kann es eine Einigung geben. Alter. Okay, abgelehnt. Dann müssen wir halt mal gegen Inter jetzt mal so lange spielen und dann gleich mal schauen, wen wir sonst noch so verpflichten können. Teammanagement. Wir werden mal einiges verändern hier in der Mannschaft. Wir werden mit Reece Oxford spielen für Westergaard. Wir werden mit Decor spielen. So, das ist quasi der Kinderriegel bei uns. Cousin spielt dann zentral für Kramer. Ich werde das eigentlich sowieso noch. Laszlo Benes kommt mal hier rein. Für ihn. Dann Yeboah. Der kommt auch mal rein. Also wir werden einiges hier verändern, auch während des Spiels, sodass alle mal zum Zuge kommen. Denn ich will auch gucken, was ist eigentlich so die beste Aufstellung für uns. So, da so möchte ich mal anfangen. Hazard links, Herrmann rechts. So, Cousin hier. Stindl kommt mal so lange raus. Da spielt dann Benes. Und Yeboah vorne drin. Also so werden wir anfangen gegen Inter Mailand. Ich weiß, das ist, Freunde, eine ganz komische Aufstellung. Auf jeden Fall, da bleibt mir schon die Sprache weg. Aber wir wollen sehr, sehr viel austesten. Wir wollen schauen, was ist die perfekte Aufstellung. Und wer beweist sich eigentlich hier in der ersten Mannschaft zu spielen. Und vielleicht ist ja noch der ein oder andere junge Spieler dabei, den wir vielleicht doch lieber mal verleihen sollten. Also das werden wir alles hier in dem Spiel heute mal analysieren. Das könnt ihr natürlich auch, denn ihr seid meine Analytiker da draußen. Ihr könnt mal gerne schreiben, wer hat euch gut gefallen und wer nicht. Also, jetzt das Spiel gegen Inter. Wir müssen mal aufpassen. Chor, und dann muss er hier auf Kosten einer Ecke erstmal eingreifen. Oh, und da ist Sommer zum ersten Mal. Wir kommen da hinten quasi gar nicht mehr raus, meine Damen und Herren. Die Flanke kommt. Und schon wieder Inter. Erster Schuss. Wirklich, der gehalten werden muss von Sommer. Uiuiui. Schwere Anfangsphase hier. Mal aufpassen, Zakaria, und da ist Sommer. Jawohl.
Oh, Mitte Sommer wieder. Also 6:0 Torschüsse gefühlt schon für Inter. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass das jetzt hier der Yeboah am Ball ist. Dann Seitenverlagerung auf Hazard, wieder Wendt. Gleich jetzt mal die Möglichkeit. Yeboah mit dem ersten Abschluss. Yeboah! Und da muss der Torwart gleich mal ran hier. Nach 27 Minuten kommt Mönchengladbach. Hier hat eine Ecke. Wird erstmal abgewehrt. Nochmal zurückgeholt das Ganze. Und dann war es, glaube ich, Benes. Wieder gute Tat vom Keeper. Also jetzt sind wir wach. Jetzt nochmal Benes mit links. Laszlo Benes. Ist ja auch ein Mega-Talent. Also, wirklich starker Einstand. Schön gemacht von den beiden vorne, also Yeboah und Benes. Zum ersten Mal konnten wir den Keeper also prüfen. Jetzt müssen wir aufpassen, Sommer ist aber da. Ganz stark im Manier von Manuel Neuer. Jan Sommer hier. Müssen wir aber nochmal mit der Defensive aufpassen, wach sein. Und schön das Ding gekonnt rausgespielt. Wieder Benes, Yeboah und Thorgan Hazard. Und dann ist er wieder da, Yeboah. Mit seinem linken Yeboah ans Lattenkreuz. Da kracht es im Blätterwalde. Dann nochmal die Flanke, aber die ist zu kurz. Schade. Richtig stark gemacht davon Hazard, aber dann, ey, wie Yeboah sich das Ding da auf links legt. Und dann mit einem Finesse-Schuss ans Lattenkreuz. Schade. So, jetzt sieht es so aus, als hätten wir die Abwehr gefestigt. Und wieder der Konter über Thorgan Hazard, über Benes. Yeboah mit dem Pass zu Patrick Herrmann. Da ist Benes und der haut das Ding drüber. Du Heiliger! Da muss er nur reinschieben, aber das ist es halt, ne? So als junger Spieler hast du die Erfahrung vom Kasten noch nicht. Wenn du schon, weiß ich nicht, mehrere Bundesligaspiele in dir hast, dann machst du das Ding mit verbundenen Augen. Aber so bleibt es immer noch beim 0:0, meine Damen und Herren. So, Perisic über die Seite von Elvedi und die Flanke ist gut. Die ist stark. Also das ist stark gemacht. Quasi auf drei in den Rückraum gelegt. Dann ist das ein einfaches Spiel, den Ball reinzuspielen mit so einer perfekten Flanke. Ja, so steht 1:0. Aber, Freunde, wir dürfen uns eigentlich nicht beschweren über den Rückstand und vor allem den Kopf nicht hängen lassen. Denn wir haben am Ende der ersten Halbzeit ziemlich gut gespielt mit dieser Mannschaft. Jetzt wollen wir natürlich nicht noch eins kassieren. Kurz vor der Pause. Wieder Karamor und da ist Perisic komplett blank. Alter Schwede. Da merkt man die Unerfahrenheit der Defensive, also vor allem in der Innenverteidigung. So, wir wechseln aus. Yeboah eine Halbzeit. Simakala jetzt eine Halbzeit. Dann bringen wir noch für links Grifo. Und dann warten wir weiterhin mal ab. Also, zweite Halbzeit läuft. Wir haben noch alles in der Hand. Und vor allem ist es ja auch nur ein Testspiel, Freunde. Das kriegen wir wirklich schlecht verteidigt, muss ich sagen. Sommer heute bester Mann. Der denkt sich auch, fuck, Alter, haben die mich hier ins Tor gestellt? Mit so einer Truppe. Aber das ist natürlich auch schlimm auf der anderen Seite als Stürmer. Wenn du nichts nach vorne bekommst. Kannst du dich auch nicht präsentieren. Das ist eben so. Wer mir richtig gut gefällt, ist Zakaria. Auf der Mittelfeldposition. So, Benes kommt mal raus. Jetzt bringen wir Lars Stindl noch ein bisschen Erfahrung ins Game. So, Oscar Wendt hat jetzt mal ein wenig Platz. Lars Stindl. Yeboah auf Grifo, der hat einen guten Rechten und schießt das Ding drüber.
Wir wechseln nochmal Hofmann rein. Dann schöner Pass hier auf Patrick Herrmann mit rechts. Wieder ans Lattenkreuz. So, zumindest ein Tor sei uns heute noch gegönnt. Zakaria, der mir richtig gut gefällt auf der Position. Dann Stindl mit einem Fernschuss. Und der Torwart ist wieder zur Stelle. Also der ist richtig gut dabei. So, erste Ecke in diesem Spiel, glaube ich. Nee, zweite. So, Hofmann legt wieder raus. Dann die Flanke und wieder abgewehrt. Und jetzt Sima Kala geht am Stürmer vorbei. Und dann wollte ich gerade sagen, es gibt Elfmeter. Ganz klar. Und wer holt ihn raus? Der Youngster Sima Kala, Freunde. Gut gemacht. Jetzt holen wir Elvedi raus und bringen dafür nochmal Janschke. Hier will ich gerade schießen und dann... Klar gestört. Elfmeter. So. Und Patrick Herrmann wird ausführen. Patrick Herrmann! Wieder die Latte! Das gibt es doch nicht! Dreimal Aluminium, meine Damen und Herren. Boom! Was für ein Pech. Eieieiei. Das kann doch nicht wahr sein. Wir werden ein bisschen nochmal verändern. Werden vorne nochmal einen zweiten Stürmer bringen. Herrmann raus, Nando Raphael rein, Stindl auf rechts. Boah, schade. Also wir hätten es auf jeden Fall verdient, ein Türchen zu machen. Aber wie gesagt, das ist auch nur ein Testspiel hier, Freunde. Jetzt nochmal außen. Stindl ist da. Flanke kommt. Grifo und schon wieder Latte. Das vierte Mal Aluminium. Das gibt es doch nicht. Grifo, Weltklasse Kopfball. Da kann Bernie gar nichts machen. Da fragt sich auch der virtuelle Peter. Junge, Junge, Junge. Chancenverwertung. Katastrophal. Aber daran arbeiten wir ja hier. Im Karrieremodus, Freunde. Akribisch dran. Also, keine Sorge. Es wird natürlich nicht immer so sein. Wir müssen mal eben aufpassen. Da fehlt jetzt der Zugriff. Mein Gott. Der sah richtig knapp aus. So, es neigt sich dem Ende zu. Jan Sommer nochmal gegen Icardi. 3-0 für Inter. Aber wen juckt das überhaupt? Wir haben eigentlich ein relativ gutes Spiel gemacht. Nur die Defensive war noch nicht ganz so sattelfest. Aber es ist ja noch nicht die Liga. Sima Kala versucht es nochmal. Es gibt nochmal Eckball. Und wer weiß, vielleicht tut sich hier nochmal was. Türchen hätten wir alle mal verdient. Und Zakaria köpft das Ding daneben. Und es bleibt beim 0-3 gegen uns. Aber wie gesagt, nur ein Testspiel. Jan Sommer war wirklich richtig stark. Und wen ich auch gut fand, war wie gesagt Zakaria. Wir können mal reinschreiben, wer für euch richtig gut war. Benes fand ich auch gut. Und da kann man ja auf jeden Fall auch aufbauen. Wir schauen jetzt mal, wen wir noch so verpflichten können. Ja, Freunde, also wie ich finde... Der Name ist auch einmal gefallen und den finde ich gar nicht so schlecht. Denn auf der linken Verteidigerposition haben wir einen relativ alten, ja, ich sag mal Oscar Wendt mit 30. Deswegen suchen wir hier Philipp Max und werden mal schauen, für wie viel wir den eigentlich bekommen können. Dass wir vielleicht einen Spielertausch machen könnten. Vor allem ein Stürmer. Weil Drimmitsch spielt in meinen Vorstellungen eh keine Rolle mehr. Also so ein Tausch fände ich schon relativ interessant. Also mal gucken, was jetzt der von Auswahl sind zu einem Tausch von Max bereit, aber nur wenn ein rechter Flügelspieler dabei ist. Boah, Alter, als ob. Da haben wir nur Traoré, Herrmann und Hofmann. Das will ich auf keinen Fall
anbieten. Also biete ich hier auch 6. Nee, komm. Doch, komm, 6 Millionen für... Ist das zu viel? 5 Millionen? Ich weiß es nicht, da ich den Spieler nicht beobachtet habe. Freunde, seid mir nicht böse, wenn es zu viel ist. 5 Millionen. Und wir machen eine Weiterverkaufsgebühr von 15%. Angebot absenden. So, also, wie gesagt, die Quintessenz ist, wir wollen keinen anderen Spieler abgeben, wollen 5 Millionen zahlen und nochmal einen Weiterverkaufswert von 15% von Max zu bereitstellen. Mann, na! Warum? Was ist denn da los, Alter? Ich will doch nur die Spieler haben. Also, ich glaube, in der nächsten Folge muss ich nochmal richtig die Spieler beobachten, damit wir auch mal richtig eine Preisvorstellung bekommen können. Denn ich wüsste jetzt echt nicht, was der Philipp Max so wert ist. Wenn ihr das wisst, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Denn das war es schon. Und schreibt mir wieder mal neue Namen in die Mannschaft, die ich kaufen soll. Eigentlich ist es hier nicht so wichtig, wenn ich mit Borussia Mönchengladbach spiele, neue Leute zu kaufen, weil die haben eine extrem geile Karte, das muss man einfach mal sagen. Aber wenn ihr neue Leute sehen wollt, schreibt mir gerne mal einen Kommentar. Vielleicht auf der linken Verteidigerposition, wie ich eben angesprochen hatte. Ansonsten war's das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wünscht euch euer Peterle. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.